Hallo, schön, dass du wieder dabei bist in unserer Serie über Meditation. Heute, im zweiten Teil dieser vierteiligen Serie, machen wir eine erste Meditation, und zwar eine Achtsamkeitsmeditation. Achtsamkeit ist in aller Munde. Obwohl ich auch Achtsamkeitslehrer bin, ist es ein Wort, was ich gar nicht so gerne verwende, weil häufig ein bisschen unklar ist, was ist das eigentlich? Wird so viel in den Medien darüber geschrieben, was man alles achtsam machen kann, und es ist manchmal ein bisschen unklar, was es eigentlich ist. Deswegen will ich es kurz einfach definieren. Es bedeutet einfach Gegenwärtigkeit. Wir könnten sagen Geistes- und Herzensgegenwart. Also präsent mit dem Sein, was da ist. Hatten wir letztes Mal in dem ersten Teil uns schon angeschaut, dass wir das beim Meditieren machen können, uns vertraut machen mit dem, was ist. Und eben mit dem, was jetzt gerade ist. Also Achtsamkeit bedeutet vertraut werden mit dem, was jetzt gerade ist. Unsere Aufmerksamkeit immer wieder in den Moment zu bringen. Wir können achtsam sein für Gedanken, Gefühle, die da sind im Moment, für Körperempfindungen, für unsere lebendige Erfahrung im Augenblick. Ja, wenn wir auf die Art und Weise aufmerksam sind, offen, nicht wertend, vielleicht freundlich zur Kenntnis nehmen, was passiert, dann können wir sagen, wir sind achtsam. Und das können wir also kultivieren, das können wir üben, uns immer wieder mit der lebendigen Erfahrung zu verbinden. Warum ist das so wichtig? Eine 2010 in Harvard durchgeführte Studie hat sich das mal angeschaut, was passiert, wenn Menschen mit ihrer Aufmerksamkeit im Moment sind und was, wenn sie woanders sind. Die haben über 5000 Menschen in 93 Ländern der Welt mit einer Smartphone-App ausgestattet, und die hat sie immer gefragt, was machst du gerade und wie geht es dir? Und wir sehen, Menschen sind unterschiedlich zufrieden, bei der Arbeit sind sie nicht so zufrieden, bei der Hausarbeit vielleicht so mittelzufrieden, wenn sie sich mit Menschen unterhalten oder spielen, da sind sie sehr zufrieden. Aber den wesentlich größeren Effekt hatte nicht, was sie äußerlich taten, sondern was innerlich geschehen ist. Und zwar wurden Menschen auch noch gefragt, während du das hier machst, bist du mit deiner Aufmerksamkeit bei der Tätigkeit oder denkst du an etwas anderes? Und wenn du an etwas anderes denkst, ist dasjenige unangenehm, angenehm oder neutral. Und man stellt fest, klar, wenn Menschen über was Unangenehmes nachdenken, sind sie sehr unzufrieden. Aber auch bei neutralem Mindwandering, Gedankenschweifen, sind Menschen eher nicht so zufrieden. Wenn sie über etwas Angenehmes nachdenken, geht es ihnen in der Regel recht gut. Aber noch besser ging es den Menschen in der Studie, geht es uns, wenn die Menschen, die sagten, nee, ich bin gerade mit meiner Aufmerksamkeit gar nicht irgendwo anders, sondern ich bin bei genau dem, was ich gerade tue. Wie gesagt, eine sehr, sehr große Studie, über 1 Million Datenpunkte, die zeigen, Menschen sind dann am zufriedensten, wenn sie mit ihrer Aufmerksamkeit im Moment sind. Und das bringt diesen uralten Punkt aller Weisheitstraditionen oder vieler Weisheitstraditionen sehr gut nach Hause, von sei jetzt hier. Darum geht es. Das können wir beim Meditieren kultivieren. Und wie machen wir das? Naja, indem wir wahrnehmen, spüren, fühlen, was da ist. Und ein ganz entscheidender Zugangspunkt dazu ist unser Körper. Unser Körper ist immer im gegenwärtigen Moment. Wenn du jetzt deine Fußsohlen spürst, dann sind das immer die Fußsohlen dieses Momentes. Du kannst nie deine Fußsohlen von gestern oder übermorgen spüren. Wenn du jetzt spürst, was passiert im Körper, dann bringt dich das unmittelbar mit der lebendigen Erfahrung in Kontakt. Und das ist wunderbar, deswegen ist der Körper so ein wichtiges Hilfsmittel beim Meditieren. Und deswegen ist es übrigens auch so, wie ich beim letzten Mal schon erzählt hatte, dass sich im Gehirn etwas verändert beim Meditieren über längere Zeit, wenn wir das machen, nämlich dass der insuläre Kortex, der Teil, in dem inneres Körpergeschehen abgebildet wird, sich verdickt und mehr kommuniziert mit den anderen Teilen des Gehirns. Das heißt, Körperempfindungen werden zum entscheidenderen Teil unseres Bewusstseinsstroms. Und die helfen uns eben immer wieder, uns mit der lebendigen Erfahrung zu verbinden. So, genug der Vorrede, der Körper wird dir helfen. Wir werden so in dieser Meditation uns vertraut machen, einfach mit dem, was geschieht. Du brauchst nichts Besonderes vorzubereiten jetzt für diese Meditation. Du kannst dich einfach bequem und aufrecht hinsetzen, auf dem Boden, auf dem Stuhl, auf dem Kissen. Und
ja, vielleicht einfach sicherstellen, dass du ungestört bist für die nächsten 10 Minuten ungefähr. Dafür kannst du das Video vielleicht nochmal pausieren und dich darauf einstellen, dich in den nächsten 10 Minuten nach innen zu wenden. Und vielleicht schon mal vorweg, es ist ganz gut, das mit einer Haltung von Verspieltheit, von Offenheit anzugehen. Wenn du das noch nicht häufig oder vielleicht sogar noch nie gemacht hast, dann können erstmal viele Fragen entstehen oder so ein Urteil auch von, vielleicht, ah, vielleicht mache ich das falsch oder das ist nichts für mich. Das ist alles Teil der Meditation. Es ist gut, das einfach zu bemerken und dann am Ende zu schauen, wie das für dich war. Also ich führe dich Schritt für Schritt durch, setz dich einfach hin, aufrecht und bequem. Und es könnte schön sein, die Augen zu schließen. Ja, du könntest auch vor dich auf den Boden schauen. Und nimm Kontakt auf mit dem Körper, wie er jetzt hier sitzt und atmet. Spür den Kontakt zum Boden, zum Stuhl oder Kissen. Kontakt zur Kleidung, zur Luft. Und vielleicht gibt es auch Empfindungen aus dem Inneren des Körpers. Und während du so Kontakt aufnimmst mit dem Körper, kannst du vielleicht feststellen, dass es eine Stimmung gibt, ein Gefühl, mit dem du jetzt hier sitzt. Und erkunde das zunächst in deinem Körper. Was sagt der dir darüber, wie du dich fühlst? Vielleicht gibt es irgendwo Anspannung oder Unruhe. Oder aber Ruhe, angenehme Empfindung. Dich mit dem Körper vertraut machen, den Körper spüren. Mit der Frage, wie fühle ich mich? Und dann kann es hilfreich sein, dir, wie du dich fühlst, ein bisschen zu beschreiben mit ein paar einfachen Worten wie das, Unruhe, Angst, Schwere, Leichtigkeit, Freude, was auch immer gerade passt. Den Körper spüren, wahrnehmen, wie du dich fühlst. Und dann diese Beschreibung loslassen und schauen, was es vielleicht gerade an Gedanken gibt bei dir. Der Geist produziert immer zu Gedanken, das ist völlig normal. Du musst damit nichts machen. Einfach einmal wahrnehmen. Gibt es da vielleicht Bilder oder innere Worte? Etwas, worüber du nachdenkst, so im Vordergrund oder vielleicht im Hintergrund, wie so eine Geschichte, die du dir erzählst. Und du könntest auch das einmal beschreiben mit einem einfachen Satz wie: Ich denke darüber nach, dass, oder mich beschäftigt das. Und dann auch diese Beschreibungen langsam loslassen. Wissen, Gedanken, Gefühle verändern sich beständig. Du kannst sie einfach laufen lassen, während du die Aufmerksamkeit noch mehr zum Körper bringst. Beginn mit den Empfindungen an Kopf und Hals. Wie fühlen die sich gerade an? Vielleicht gibt es Kribbeln, Wärme, Pulsieren,
Feuchtigkeit, Jucken. Du brauchst diese Empfindung nicht zu benennen, einfach nur spüren. Und dann geh weiter hinab zu Schultern, Armen und Händen. Auch hier einfach nur spüren. Gedanken dürfen da sein, wie Hintergrundmusik in einem Film. Während du immer wieder die Empfindungen in den Fokus rückst. Komm zur Brust und zum oberen Rücken, dieser großen Region, in der Herz und Lunge zu Hause sind. Und erkunde die mit Interesse, aufmerksam spüren, was ist da? Und es kann Regionen geben, in denen du nichts oder wenig spürst. Oh, das ist okay, dann ruh einfach mit deiner Aufmerksamkeit in dieser Region, offen dafür, was sich zeigt und offen dafür, dass sich nichts zeigt. Und dann geh hinab zum Bauch und zum unteren Rücken. Zu Unterleib und Po. Und lass dich in die Empfindung hineinfallen. Nichts zu tun, nichts zu erreichen, einfach nur spüren. Und dann geh weiter hinab zu Beinen und Füßen. Auch hier einfach nur spüren. Und dann erweitere die Aufmerksamkeit auf den gesamten Körper, wie er jetzt hier sitzt und atmet. Wo spürst du, dass du atmest? Vielleicht am Bauch? In der Brust? Um die Nase herum? Oder als Heben und Senken des gesamten Körpers? Folg diesen Empfindungen beim Einatmen, beim Ausatmen. Und während der Übergänge dazwischen. Gedanken kommen und gehen, Gefühle kommen und gehen, während du hier sitzt und den atmenden Körper spürst. Nichts zu tun, nichts zu erreichen. Einfach nur den atmenden Körper spüren.
Und dann bleib mit dem atmenden Körper verbunden, während du langsam etwas Bewegung reinbringst, vielleicht die Finger bewegst, die Zehen, die Schultern rollst. Langsam das Licht in die Augen lässt, wenn die geschlossen waren. Dich vielleicht etwas reckst und streckst. Und dich dann ganz bequem hinsetzt. Ja, wie war das für dich, diese Meditation? Es ist jedes Mal anders, weil wir jedes Mal anders sind. Und gerade wenn wir das noch nicht so häufig gemacht haben, ist normal, dass da viele Gedanken sind und auch Fragezeichen, was wir da machen oder so. Ja, Gedanken gibt es auch nach 15, 20 Jahren, die man das praktiziert, noch. Das gehört dazu. Es geht also nicht darum, Gedanken loszuwerden oder so, sondern mit dem zu sein, was ist, Raum zu geben für das, was passiert, den Körper, die Gefühle, die Gedanken. Und wie gesagt, das hat viel was damit zu tun, wie zufrieden wir sind, ob wir uns ganz anwesend fühlen, ob wir wirklich im Moment sind. Und besonders hilfreich wird so eine Praxis, wenn wir sie als Ausgangspunkt nehmen für den Alltag. Also wenn du jetzt schaust im Laufe des Tages oder der kommenden Tage, wie kannst du immer wieder in den Moment kommen? Und hilfreichstes Mittel dazu ist der Körper. Also einfach für ein paar Augenblicke mal den Körper spüren, den Atem zum Beispiel, vielleicht auch bewusst tief durchatmen, spüren wir die Atmung noch mehr, und langsames Atmen regt auch unseren Parasympathikus, den entspannenden Teil unseres Nervensystems an. Also durchatmen, Körper spüren, Fußsohlen spüren, Hände spüren. Bei Alltagstätigkeiten, während wir irgendwo die Treppen hochlaufen, während wir gehen, den Körper spüren, wenn wir Geschirr abspülen oder so, können wir auch das für eine kleine informelle Meditation im Alltag nutzen und uns immer wieder erden. Oder auch ganz entscheidend, wenn wir in einem Gespräch sind mit einer anderen Person oder eine Präsentation geben oder so, immer wieder Aufmerksamkeit in den Körper bringen. Der Körper hilft dir dabei, dich nicht zu verlieren in dem, was so gedanklich passiert, sondern immer wieder zu bemerken, ah, ich bin jetzt hier, während dieses Denken geschieht, während diese Gefühle kommen und gehen. Ja, ich hoffe, du hast etwas mitnehmen können aus dieser Meditation. Es geht darum, wie gesagt, dich so da sein zu lassen, wie du bist, Kontakt aufzunehmen. Und das ist an sich ein Akt der Freundlichkeit, wirklich der großen Freundlichkeit mit uns selbst, uns einfach mal sein lassen, müssen nichts verändern. Wir könnten vielleicht sogar sagen, der Liebe zu uns, wirklich ja, sehr liebevoll zu sagen, muss mich nicht verändern, es ist, wie es ist. Und diese Freundlichkeit, diese Liebe zu nähren, darum geht es auch im nächsten Video. Das schauen wir uns also nochmal mehr an, wie können wir freundlicher werden mit uns selbst, mit unserer Erfahrung, mit anderen Menschen. Wie können wir denen Raum geben, uns speziell nochmal auf diese Haltung von Freundlichkeit fokussieren. Da könntest du also weitermachen, um nochmal andere Meditationen kennenzulernen. Wenn du tiefer einsteigen möchtest ins Meditieren, dann empfehle ich dir auch die App Balloon, die eine wissenschaftlich fundierte Meditations-App ist, die ich mitentwickelt habe. Du kannst da den Kurs machen, Stressreduktion durch Achtsamkeit. Der wird dir auch, wenn du ihn machst, dann von deiner Krankenkasse rückerstattet. Beziehungsweise, wenn du bei der DAK versichert bist, dann wird er dir sogar im Vorhinein bezahlt. Und du kannst dich so in 8 Wochen mit den wissenschaftlichen, theoretischen und den praktischen Grundlagen von Meditieren vertraut machen. Wir freuen uns auch, wenn du den Kanal abonnierst und natürlich vor allen Dingen, wenn wir dich im nächsten Video wiedersehen. Bis dann!